It's okay to meet me at the front line. I've got cold feet, winter drives me wild. I can't fly down on the Friday. I was meant to meet you at your mom's house, so I apologize. Ich habe jetzt schon mal angefangen, mich zu schminken, weil sonst dauert es immer mega lang und ich habe euch ja eigentlich erst vor, ich weiß nicht, 2-3 Videos gezeigt, wie ich mich so schminke. Deswegen kann ich das unnötig, euch nochmal so normal zu zeigen. Aber ich dachte mir, ich bin jetzt fast fertig, also mir fehlt nur noch Mascara. Ihr werdet gleich sehen, Mascara macht so einen heftigen Unterschied bei mir. Das ist so das Einzige, worauf ich niemals verzichten könnte beim Schminken. So. Ich dachte mir, ich filme für das heutige Video mal eine Morgenroutine. In meinen Semesterferien, ich habe jetzt noch 2 Wochen, glaube ich, Ferien. Irgendwie geht es mega schnell rum, aber ja, keine Ahnung, ich versuche jetzt noch die Zeit zu genießen. Ich habe übrigens heute Nacht so Sockenlocken gemacht. Und dann um 5 Uhr morgens bin ich irgendwann aufgewacht und dann ist dieses Ding einfach komplett aus meinen Haaren gefallen. Und dann musste ich es rausmachen. Aber ich würde sagen, dafür gibt es eigentlich noch voll. Also ich habe es ja jetzt auch schon ausgekämmt. Ich habe mir überlegt, dass ich euch heute mal so bei meinem Vormittag ein bisschen mitnehme. Also wird wahrscheinlich jetzt nicht nur morgen, sondern auch so bis 1, 2 Uhr. Mal schauen. Ich glaube, ich schminke mich jetzt noch fertig und dann nehme ich euch dabei mit, was ich anziehe. Also das hier ist mein Outfit. Sehr unspektakulär, wenn wir ehrlich sind. Ich hätte sehr gerne was anderes angezogen, aber es ist so kalt. Wir haben 4 Grad oder so draußen. Deswegen, ja, muss jetzt doch das hier einfach herhalten. Ich habe so einen schwarzen Cardigan an und drunter einfach so ein weißes Top, damit das Ganze auch ein bisschen wärmer ist. Dann so 2 Ketten und dann einfach nur eine ganz normale Jeans dazu. Und ich fahre jetzt auch gleich los. Also ich bin jetzt wieder daheim. Ich habe allerdings keine Blumen gekauft. Das wollte ich ja eigentlich machen, aber irgendwie habe ich keinen guten Blumenladen gefunden. Jetzt höre ich nochmal, ob ich vielleicht irgendwie beim Rewe oder so vielleicht irgendwie schöne Tulpen bekomme. Ich wollte halt unbedingt Tulpen haben, weil Rosen gab es richtig schöne, aber irgendwie hatte ich eher Lust auf Tulpen, weil das so frühlingshafter ist. Deswegen ja. Und ich habe auch noch meine Jacke an, weil ich jetzt nicht einkaufen fahren werde. Ich habe nämlich einfach nichts mehr daheim zu essen. Deswegen werde ich jetzt euch mitnehmen. Ich bin jetzt wieder daheim vom Einkaufen und ich dachte mir, ich mache mal so einen kleinen Grocery Haul. Also ich zeige euch mal, was ich so alles gekauft habe. Ich finde sowas nämlich selbst immer voll interessant zu gucken. Ich schaue mir auch voll gerne den TikToks dazu an. Ich würde sagen, ich habe relativ gesund gekauft dieses Mal. Das ist alles, was ich gekauft habe. Es ist dieses Mal sehr krass viel gewesen. Ich habe 50 Euro oder so bezahlt, was ich schon viel finde für eine Person zum Einkaufen. Ich hoffe jetzt auch, dass das die nächsten 2 Wochen mindestens hält. Also dass ich nicht nächste Woche gleich wieder gehen muss. Der Tüte ist tatsächlich so Gemüse und der und Obst und der so der Rest. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Gemüse an. Einmal Feldsalat, einmal Spinat, dann eine Gurke und eine Zucchini.
Dann Tomaten und Paprika, auch immer sehr wichtig. Die Paprikas waren so teuer, deswegen habe ich nur so kleine mitgenommen. 2 Avocados und eine Zitrone. Dann Knoblauch und an Obst noch Blaubeeren und Banane. An so restlichem Stuff habe ich dann einmal O-Saft mitgenommen, dann so Sahne zum Kochen. Dann wieder meine Hafermilch, as always. Ein paar Cookies, so ein bisschen was Süßes, habe ich irgendwie doch. Balsamico Dressing. Meine Tulpen, die mache ich mit euch auch gleich zusammen ready und dann stelle ich sie in eine Vase. Eier, ein paar Schalotten. Ich bin nicht so der Zwiebelesser, aber so Schalotten, wenn die so ganz klein geschnippelt sind, mag ich doch ganz gerne in meinem Essen manchmal. Erdbeeren tiefgekühlte für so Smoothies und sowas. Dann einmal Joghurt und einmal Philadelphia. Ein bisschen random, aber es gab beim Aldi so Backform und ich habe mir mal so eine mitgenommen, weil da kann man ja so Brot oder so normalen Kastenkuchen halt backen, deswegen fand ich das ganz praktisch. Dann spektakulär Mülltüten, waren wichtig. Mehl, Brot, Mais und Kokosmilch, Apfelmus und Hummus. Dann Käse. Ich esse immer richtig gerne diesen Kinderkäse. Weiß nicht, die gibt es nur bei Aldi. Und Reibekuchen. Dann war so ein Dessertgläschen im Angebot, habe ich mir das noch mitgenommen. Das ist mit Erdbeer und Pistazie. Und Feta-Käse. Noch Kaugummi, ich bin nämlich voll der Kaugummi-Suchti. Dann Quinoa und Chiasamen. Wollte ich nicht unbedingt mal ausprobieren. Mozzarella und als letztes unsere Walnusskerne, weil die werden auch im Angebot. Maybe I'm better, overthinking everything. What if I don't complain? What if I take my time, speed up, speed up, speed up, speed up? What if I write my Also so sehen jetzt meine Tulpen aus. Ich habe so ein TikTok-Video mir mal angeguckt gehabt, wo ich gesehen hatte, wie man die so richtig zuschneidet, dass die auch lange halten. Ich bin nur gerade am Überlegen, ob ich die in der Vase mag, weil die sind halt schon relativ klein bei dieser Riesenvase. Und ich hatte jetzt überlegt, ob ich die vielleicht lieber in die Vase tue. Da sieht es vielleicht ein bisschen besser aus, weil die halt auch durchsichtig ist und ein Ticken kleiner und nicht ganz so breit. Okay, so sieht es jetzt mit der anderen Vase aus. Ich glaube, ich lasse es lieber so. Ich glaube, das gefällt mir besser. Wobei die Münze da drin, kann man jetzt halt sehen, das ist ein bisschen random. Ich weiß gar nicht, die soll irgendwie helfen wegen dem Kupfergehalt. Hoffentlich erzähle ich jetzt keinen Müll. Aber ja, ich finde es eigentlich ganz pretty. Ich glaube, ich werde die auch jetzt darüber stellen. Dann kann ich die Blumenvase auf meinen Nachttisch stellen. I like it. Also es ist ein bisschen dürftig, weil es halt nur eine Packung Tulpen ist. Aber ich finde es voll okay. Ich werde jetzt noch was zum Mittagessen machen. Ich habe so einen TikTok gesehen, was ich unbedingt mal testen möchte. Das ist so ein Quinoa-Salat. Und dabei werde ich euch noch mitnehmen. Okay, mein Mittagessen ist jetzt fertig. Ich werde es jetzt essen und dabei wahrscheinlich ein bisschen Netflix gucken. Und danach werde ich
hier in der Wohnung richtig viel aufräumen müssen und irgendwie ein bisschen chaotisch alles und dreckig. Ich werde jetzt das Video wahrscheinlich auch an der Stelle einfach beenden, weil der Morgen jetzt auch schon rum ist. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und folgt mir wie immer gerne für mehr. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!